Servus Leute, Servus Leute, was geht? Euer Everest wieder am Start mit einem kleinen Unboxing. Ja, es wurde Zeit. Es wurde Zeit. Ich habe jetzt endlich ein rote NT1A. Mit einem Mischpult und kann so sagen, so ein Arm. Wie ich hier schon als Stativ habe, natürlich. Sagen wir, machen es auf. Sagen wir, nicht mehr drauf sein, außer mein Foto. Natürlich auch ein Fest hier, wie ich immer bei Thomann. War, das heißt, die stehen auch für ihre Qualität natürlich. Ich muss mich hinsetzen. Ich bin gerade hierher gelogen. Den Scheiß bekommt, dass ich kein Auto habe. Auch keine Person da, was die mich fahren kann. Aber, so. Gehen wir es mal. Obwohl ich kein schönes Leben am Side auch machen. Alter, keine. Hier sind jetzt welche. Pixar drin, ne? Ach, was ist denn? Lecker, so. Ich glaube, ich hätte lieber Messer wollen, ne? Ja. Machen wir schon mal kurz schnell ein Messer. So, meine Kamera läuft nicht. So, genau. Hier ist ein Messer. Ja, darum scharf aufpassen, darum. Da kann man, da kann man, da kann man, da kann man. Ich denke, ich muss wieder schärfen gehen. Das heißt, packe ich kurz aus, zeige ich euch. Dann kriegen wir immer auf den Schreibtisch, der immer aufgeräumt ist. So wie heute nicht. Ausnahmsweise mal. Einfach zu frei. Einfach drauf drücken kann, dann kann man hier rüber richten. Ja, mal drin. So. Oh Leute, seht das schon. Das rote NT1A. Ja. Dazu habe ich noch das Mischpult. Mal sagen, das Ding hier, das ist der Studioarm, das ist der PS1A. Wir machen hier drüber. Ja, zu mir schieben. So. Da haben wir das rote NT1A. Das ist natürlich neu, das heißt keine B-Ware. Werde ich auch recht schlecht zeigen. Und hier ist das Behringer Q502 USB. Darum, wir sehen eine kurze Karte. Sehen wir uns gleich wieder, natürlich. Dann haben wir hier das rote NT1A. Ja, so, rote NT1A haben wir das erste. Ein geiles Mikrofon, natürlich. Warte, gerne mal, ich habe hier ein paar Fakten. So, das rote NT1A kam bei Thomas Bestell 185 Euro von 200. Das wiegt 326. Und ja, mein Arm ist ein bisschen schwach heute, gerade eben, weil ich gerade hergetragen habe. Ich glaube, das sieht man jetzt nicht, wenn der Maschine schon so lange drin war. So, machen wir kurz auf. So, gehen wir einfach. Bleib so, so. Natürlich den modernen Popschutz, aber den brauchen wir nicht. Vielleicht sind das jetzt. So, I love rote Mikrofone. Schönen Sticker. Hier haben wir Precision for you 10 Jahre. Da haben wir dann, wenn jetzt 10 Jahre absichern mit dem Mikrofon. Natürlich haben wir hier das Mikrofon an sich. Eine CD dafür, für Tipps und so. Dann haben wir, oh, jetzt ist es halt schon ganz schloss. So, hier haben wir natürlich die Spindel, da haben wir den Popschutz und die Spindel. Alter, meine Arbeit tut gerade auf. Oh, scheiße. Okay, die ist noch anpassen zu machen, aber egal. Ich bereue es. So. So. Hier haben wir das, die Spindel. Mit dem roten Mikrofon. Die Spindel geht für das Broadcast, für das K2, für das rote NT1A, NT2A, für das Popcast, NTK, NT1000, NT2000. Das Popschutz, ich glaube, Mikrofon mit.
natürlich alles mit Oat krümmeln. Hier. Also sagen, das ist das Ding hier, wird zu fest gemacht. Bei mir hängt es dann so da. So hängt es dann bei mir nach unten. So, das ist das Misch. Das ist halt nur die Spindel von dem Kamera-Mikrofon. So, das ist das Mikrofon natürlich. Nein, das ist das XLR-Kabel. Ich werde was dann das Mischpult auch geholt dafür. So, hier haben wir das Mikrofon. Und eine rote Tasche dafür, wenn man irgendwo hingehen will und das Mikrofon mitnimmt. Und dann hier ist das Mikrofon. Der goldene Punkt muss immer nach vorne. Sagen, es ist made in Australia. Es ist sehr leicht. Und was eins und so. Sagen, es ist sehr leicht. Das ist schon mal sehr gut. Dafür die Spindel nicht mehr. So, so ist das drüber alles. Und dann kurz noch sehen wir uns bei den Behringer Mischpult. So Leute. Wir sind bei Mischpult angekommen. Dann sagen wir das zweite Paket. Aber mein Auto geht gerade nicht gut. Es war keine gute Idee, das herzutragen. Dass ich nicht dran geschrieben bin. Mein Auto weh. Nehmen wir das. Was hat man? Das ist Mischpult drin natürlich. So, zum Aufmachen, weil wenn es nicht geht, kann man es zurückschicken. Ah, das ist der Stecker. Halleluja. Das ist ein Kabel für den PC. Natürlich wieder Installationsanweisung von Sennings, von Behringer Sennings. Alle Q-Teile mit USB. Mikrofon, ist das Mischpult. Das ist Phantomspeisung. Dann haben wir hier zwei Mikrofoneingänge, Stereo und alles andere noch mit dazu. So, haben wir das auch noch? Ich mache die alte Kamera aus. Das ist das größte von allen Jahren. Ja, scheiße, das lockert sich. Nein, lockert. Ich werde fragen, warum hast du kein Stativ gekauft mit dazu? Weil ich erst ein Stativ habe und vielleicht nicht mehr was hinstellen soll. Und dann zum Schluss hole ich mir lieber so einen Arm. So. Hole ich mir lieber so einen Arm dafür. Dass du den hinstellen kannst. Dass du irgendwo dran machen kannst am Tisch. Was ich machen werde. Ja, Danger. Ich kann ausspringen. Aber schaut mal, ich tue das Tischchen weg. Montageanleitung, glaube ich. Nein, ich habe natürlich dann schon festmachen, der Spindel. So wie das Teil hier. Und das für den Tisch. So. Dann noch die auspackende Spindel. Scheiße! Au! Okay, jetzt mal einfach auf der Kamera, das ist gut. Achtung, Spindel, Spring Loading. Das heißt, hier ist ja mit Druck. Da sollte man die langsam aufmachen. Was wir jetzt auch machen werden. Ah, hier ist sogar schon das Ding sogar mit. Ah, ne, es muss so sein. Okay, das festhalten. Dann aufgeschnitten, machen wir das langsam auf hier. So, hier kommt dann. Ah, hier war das Mikrofon dran. Ja, hier. Da wir das für den Tisch brauchen, machen wir das hier dran. Ich weiß auch nicht warum. Ich das noch erkennen schnell. Wir gucken, was unsere. Eine Pauschalanleitung. Das, wie ihr sehen könnt. Der Spindel, da kommt ein Spindel dran, wir sagen der Popschluss mit dazu, dann kommt natürlich das dran, weißt du? Aber damit geht es euch scheiße nicht gut. So, was brauchen wir? So, jetzt bedanke ich mich nochmal, Dankeschön fürs Zuschauen des Videos. Leider ist da meine Kamera abgeschmiert, kein Plan, was da los war, aber wir hörten jetzt schon über das neue Mikrofon, über das rote NT1A. Darum, es ist alles gelungen. Hier seht ihr noch ein Bild, wie ich es dann zum Schluss aufgebaut habe. Und ja, Dankeschön fürs Zugucken. Und tschüss, bis später, euer Aero, bye bye.